Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2 für den PC. Im letzten Part haben wir eine geheime Einrichtung der Aliens auseinandergenommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sind gerade dabei, hier ein weiteres Energierelais zu bauen. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Brücke und stellen mal Kontakt nach Neuindien her. Oder nach Ostasien. Ich würde fast sagen, eher nach Ostasien. So, 60 Informationen, die haben wir. Wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Ich weiß, das ist mir vollkommen bewusst. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Verdammt. Ach. Wo ist denn das Ding? Da. Ja, komm, machen wir. Ich habe mir in der letzten Folge erst 3 neue Rekruten geholt. Die Arktis. Das kriegen wir schon hin. Das wird schon. So. Okay. Wir haben hier natürlich jetzt gerade niemanden mit, jemanden dabei, der ordentlich schon aufgemotzt ist. Ist mir aber egal. So. Nimm doch mal die Brandgranate mit. Einfach, weil ich da gerade Bock drauf habe. So, los geht's. Aufi! Das schaffen wir bestimmt. Wenn nicht, naja, dann ist es halt so. Grüne Pflicht für Teameinsatz. Starten wir das Ganze. Der Konvoi ist unser. Wir haben einen Hinweis auf einen Alien-Konvoi mit wichtiger Fracht erhalten. Und der Widerstand konnte einen der Transporter lahmlegen, bevor Advent sich neu formieren konnte. Sie werden den Standort abriegeln, aber die Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wir müssen das Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten und die Fracht bergen. Ja. Das machen wir doch. Das ist doch kein Problem. Menace 1-5, der lahmgelegte Advent-Konvoi ist direkt voraus. Angreifen und alle Feinde ausschalten. Ja, das machen wir. Das machen wir, das kann ich. Hier ist ein feindlicher Trupp. Okay. Haben wir die also schon mal gefunden? Los, los, los. So. Zack, ihr alle mal hier. Los, los. Schön los. Ein Stück nach vorne. So, du gehst mal mit hier hin. So, und Firewall. Dich stellen wir mal nach dort. In Ordnung. Okay. So, die Frage ist jetzt natürlich, soll ich versuchen, ihm den Schädelauswärter in den Kopf zu rammen? Warum eigentlich nicht? Komm, auf geht's. Ziel erfasst!
Ja, du hast uns entdeckt. Das ist mir aber gerade egal. So, ich hätte ganz gerne ein paar Informationen. Wie wär's? Nee? Ach, Kacke! Mist. Da kommt's zum neuralen Feedback. Das mir ein bisschen Autsch macht. Unsere Kontakte beim Widerstand hatten Gerüchte gehört, dass Advent ein schweres Infanterieschutzsystem einsetzt. Oh shit. Heftig aus. Ah, fuck. Komme nicht durch. Sie haben mich erwischt. Das ist gerade blöd. Also so richtig blöd. Versucht was auf den Sektoiden. Warum habe ich auf den so geringe Trefferchance? Moment, das kann ich aber. Da kann ich was gegen die Trefferchance machen. Also dagegen, dass sie so gering ist. Rück aus! So, und zwar schmeißen wir hier eine Splittergranate hin. Schon mal die Deckung weg. Oh. Und die Rüstung. So. Aber durch seine Verteidigung hat er halt immer noch recht gute Werte. Moment. Geh du mal nach dort. Schieß mal von hier rauf. Ja. Das ist doch gut. Was? Was? Ein 92% Miss. Komm schon. Komm schon. Das kann doch nicht sein. Mann. Okay, dann gehen wir mit dir mal hier hin. Und hauen von hier aus nochmal rauf. 77, komm, bitte. Dankeschön. 12 Schaden. Nice. Hab ihn erwischt. 12 Schaden sind schon mal echt gut. So, und hier, ja komm, wir versuchen es einfach. 51% kann was werden. Perfekt. Sehr schön. Abschuss. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Jetzt habe ich hier natürlich noch den Muton vor mir, der jetzt wahrscheinlich treffen wird. Ich brauche einen Sanitäter. Sag ich ja. Sogar kritisch. Na gut. Wundert mich nicht. Nicht wirklich. So. Hier haben wir einen Sunny. Und du nutzt auch direkt mal die Heilung. Alter. Los, heilen. Mit genau einem HP überlebt. Sowas ist echt Glück. Wow. So, mal gucken, wenn wir jetzt treffen, ist es auch Glück? Nee. Wow. Überprüfe Visier! Gut. Hätte mich jetzt aber auch ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann gehst du mal hier in Deckung, weil das ist... Dieser kleine Baumstamm gibt natürlich volle Deckung. Ganz klar. Erwischt. Rücke zur Zielposition vor. Das ist doch blöd. Warum kriege ich den gerade nicht? Naja. So. Und wenn wir jetzt hier hingehen, ich glaube, die Brandgranate würde nicht treffen. Die würden wir nicht weit genug geworfen kriegen, oder? Oder? Ganz knapp nicht. Shit. Shit. Naja, dann versuchen wir hier mal. Versuchen wir es hier mal mit drauf schießen. Nee. Nee, also das ging nur komplett vorbei. Ziel steht noch. Und was sagst du? 21%? Yo. Natürlich.
Natürlich treffen wir bei 21%. Ist doch nix. Und? Reflexschuss? Nee. Geht natürlich in die Hose. Feind steht noch. Flankiert? Nee, aber Granate. Scheiße. Nein. Kacke. Na, und natürlich ist er in Panik verfallen, ne? Kacke. Scheiße, wir haben Firewall verloren. Nein. Oh, das ist blöd. Das missfällt mir gerade sehr. Na komm, geh erstmal hier hin. So, 64%, komm, das schaffst du. Sag ich ja. Mann, Kacke. Die Munition wird knapp. Ach, fuck. Bin schon unterwegs. Das ist jetzt echt blöd. Die wir hier sind. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen, während wir das Gebiet sichern. Bin dabei. Jo. Roger. So, dann gehst du mal hier hoch. Und lädst nach. Okay. Gut, Panik entfernt, das ist schon mal etwas. So. Dann gehst du hier mal bitte einsammeln. Illyriumkerne. Nice. Nice, Sue. Ich hab es. Und dann heilen wir mal Ramon. Heilmodus. Nicht, dass der mir auch noch wegstirbt. Wäre zwar nicht ganz so tragisch wie bei Firewall, weil er ist erstmal noch Rekrut. Befehl bestätigt. Aber schön wäre es trotzdem nicht. Scanne Gebiet. Begebe mich zur Zielposition. Hopp. Aha. Da haben wir sehr die letzten. Die letzten Einheiten, die mir noch auf den Sack gehen können. Nee. Nee, da will ich jetzt gerade keine Granate hinschmeißen. Nicht, dass das kaputt geht, das Zeug. Sehr gut. Oh, sehr schöner Schuss. Ziel neutralisiert. Hoher Munitionsverbrauch. Das hast du wunderbar gemacht, Jack. Okay. Werden wir den Kodex treffen? Nee. Es waren 31%. Wir haben schon bei 21 getroffen heute, aber es hat nicht sein sollen. Na gut. Ah, schon wieder ein Energiefeld. Schon wieder so ein dummes Energiefeld. Na komm. Streifschuss, wie es aussieht. Nicht ins Schwarze. Ja. Nur ein Streifschuss, aber ist erstmal zweitrangig. So. Moment, wenn wir hier stehen, dann sind wir zwar immer noch von dem da flankiert, aber wir sind nicht im Explosionsradius von dem Ding. Und wir können den Teil hier vom Kodex schon mal ausschalten. Ausgeschaltet. Okay, 66% haben wir hier. Kriegen wir da noch ein bisschen mehr bei raus? Kein Problem, Boss. Zum Beispiel, wenn wir hier hingehen. 79, komm. Ach, komm schon. Shit. Munition verbraucht. So, der wird sich wieder klonen.
Wobei das Klon hier jetzt nur ein Teleportieren ist. Quasi. Und ich habe noch ihn. Mist. Verstanden. Okay. Dann kriegen wir den in dieser Runde jetzt nicht erledigt. Schade. So, jetzt macht das hier Bumm. Aber zum Glück ohne mir Schaden zu machen. Ein Bumm, ohne dass ich Schaden kriege, ist immer noch das schönste Bumm. Ja, klar doch. Schwein gehabt. Sie sind einfach überall. Schwein gehabt, das ging daneben. Okay. Los, Abigail. Los, Abby. Dankeschön. Wieder nur ein Streifschuss. Alter, was war das für ein Kodex? Drei Waffentreffer, drei Streifschüsse. Wow. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Minus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja. Gut gelaufen? Nein. Fuck. Ich meine, gut, dass es nicht Jesus Gott getroffen hat. Immerhin ist sie unser Medic. Und wenn der Medic stirbt, ist immer so eine beschissene Sache. Naja. Es hat sie ja nicht getroffen, von daher alles gut. Also so gut, wie es eben ging. Wenn man bedenkt, dass man einen Verlust hatte. Aber sowas kommt, wenn man zu viel will. Na komm schon. Weil wenn ich da nicht zu dem Offizier vorgerannt wäre für den Schädelstecker, beziehungsweise die Schädelauswertung, dann hätte ich mit Sicherheit mehr Zeit gehabt, um auf den Muton zu reagieren, weil ich den natürlich noch nicht sofort getriggert hätte. Aber hätte Fahrradkette. Wie man so schön sagt. So, eine Beförderung. So, dann machen wir dich mal zum Phantom. So. Ah. Verborgene Fähigkeit entdeckt. Cool. Salve. Das Abfeuern oder Werfen von Granaten oder der Einsatz schwerer Waffen als erste Aktion beendet die Runde nicht. Das ist gut. Das kennen wir noch. Moment. Ah, okay. Das ist geil. Das ist mal richtig geil. Hier nehmen wir auch das Feuer wieder, weil ich das sehr praktisch finde. Okay, das heißt, über das, über dieses Kampfzentrum, Gedöns-Einrichtung, die wir jetzt gebaut haben, können wir bei einer Beförderung auch mal automatisch einen Skill lernen, den diese Klasse eigentlich nicht lernen kann. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Truppenmutter besetzt, ja. Was? Widerstandskommunikation. Die meisten unserer neuen Rekruten haben nie auf so voll ausgeschöpft, ja. Gearbeitet. Vor dem Krieg hätten wir Zeit für ihre Ausbildung gehabt, aber jetzt müssen sie alles im Einsatz erlernen. Hallo, Commander. Wir kommen gut voran, aber es wird noch etwas dauern, bis meine Forschungen abgeschlossen sind. Ja, das ist jetzt nicht, so nicht weiter schlimm. Bau die Schattenkammer, ich weiß. Dank unseres besseren Verständnisses der Alien-Verschlüsselungsmethoden können wir nun eine Einrichtung speziell zur Analyse sämtlicher geborgener Materialien errichten, die mit dem Avatar-Projekt zu tun haben. Ich schlage vor, sofort damit zu beginnen, Commander. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. So, das Funkrelay kennen wir auch schon. So, oh, die Viper-Autopsie ist sofort fertig. Nice. Wenn man an den Anblick der Kreuzung von menschlichem und Alien-Genmaterial gewöhnt haben sollte, muss ich zugeben, dass diese reptilienartige Kreatur mit ihren eindeutig menschlichen Merkmalen besonders beunruhigend wirkt.
Berichte aus der Invasionszeit enthielten Hinweise auf eine Spezies mit wenigen reptilienartigen Zügen, aber nichts, das so offensichtlich wäre wie das hier. Ich finde es gelinde gesagt erstaunlich, dass das Subjekt, welches wir in der Vergangenheit als dünnen Mann kannten, nun als genetischer Abkömmling dieser ganz und gar reptilienartigen Kreatur enthüllt wurde. Ja, das ist ein bisschen heavy. Das stimmt wohl. So. Ich würde sagen, als nächstes... Machen wir mal hier Autopsie sind die weiter. Schildträger den anderen Advent-Soldaten recht ähnlich und ebenso ein Produkt sorgsamer Gentechnologie, das der menschlichen Gestalt nachgebildet ist. Die meisten ihrer einzigartigen Qualitäten verdanken sie Unterschieden in Rüstung und Bewaffnung. Komponenten, die Shen sicher nur zu gern untersuchen würde. Mit Sicherheit. Ich meine, sie ist ja unsere Waffenspezialistin. Auf dem Schlachtfeld. Sie haben es mit gut bewaffneten und ausgebildeten Gegnern zu tun. Und trotzdem sind sie der Sache treu ergeben. So. Moment, Technikabteilung. Gegenstände herstellen. Möchte ich einmal. Nämlich. Ich habe die Magnetkanone noch nicht. Warum nicht? Schweinerei. So. Die 150 Vorräte, die müssten jetzt mal sein. Ging nicht anders. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel Zeit einsparen können, wenn ich wüsste, wie man ihre Sprache übersetzt. So, okay. Hier fehlen noch 50 Vorräte, aber das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. So, aber zunächst mal müssen wir ein bisschen warten. In denen wir Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt haben, Funkrelais errichten. Okay, hey, Krallengeschosse. Nice. So, Asin all in. Schön. Sehr schön. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Ja, ja. Diese Schildträger sind den anderen Advent-Einheiten gar nicht so unähnlich. Ihre Rüstungen sind vielleicht das größte Unterscheidungsmerkmal. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich die im Let's Play schon mal vorgelesen hatte, deswegen lesen wir sie jetzt. Wie immer haben unsere Truppen dieser Einheit ihren Namen verliehen. Er lautet derzeit Schildträger. Erste Informationen deuten darauf hin, dass sie taktisch auf einer Ebene mit den anderen humanoiden Advent-Feldeinheiten liegt und über keine besonderen mentalen oder körperlichen Vorteile gegenüber den Offizieren und anderen Einheiten verfügt. Der Hauptunterschied scheint in der Rüstung zu liegen, die mit mehreren Schichten eines Verbundmaterials verstärkt wurde, von dem ich nur annehmen kann, dass es aus einer Variation der Alien-Legierungen hergestellt wurde. Die metallurgische und strukturelle Analyse überlasse ich Shen und ihrem Team. Sie findet sicher eine Möglichkeit, ihre Ergebnisse in verschiedene eigene experimentelle Rüstungsprototypen zu integrieren. Ja, und jetzt können wir im Testbereich experimentelle Rüstung erforschen. Das ist ziemlich nice. So. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal mit dem Mech weiter. Diese von Advent entwickelten Roboter scheinen völlig autark zu agieren und festgelegte Ziele selbstständig anvisieren und angreifen zu können, ohne dabei auf externe Verifikation angewiesen zu sein. Und obgleich die erste Demontage meine Aufgabe sein wird, plane ich fest damit, Shen in diesen Prozess zu involvieren, denn ihre Kenntnisse der Robotik übersteigen meine bei weitem. Ja, das ist doch immer gut zu wissen, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Muss ich jetzt mal so sagen. So, na denn. Signal ist laut und deutlich. Okay, perfekt. So, und jetzt können wir nach Neu-Indonesien Kontakt herstellen. Also könnten wir, wenn wir denn das benötigte sagt schon.
Ja, ne? Wenn wir noch Kontakte herstellen könnten. So. Okay, Vorratslieferung ist in 3 Tagen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann warte ich auf die nämlich noch. Setze Kurs. Und dann wird hier nämlich ein Funkrelais reingesetzt. Das wird ganz praktisch. So. Düsteres Ereignis abgeschlossen. Huh, Schwein gehabt. Informationskosten sind 1 Monat lang um 100% erhöht. Nur gut, dass wir die Informationen schon ausgegeben haben. Für die, fürs Kontakt herstellen. Einsatzbereit. So, sehr gut. Erstmal weitermachen. Ja, setz schon mal rein. Kein Ding. So, ich will noch die Vorratslieferung abwarten. Für Sie, Commander, ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Davon gehe ich aus. So, was haben wir denn hier als nächstes? Das Bauprojekt, okay. Giftgeschosse bei Advent-Soldaten, ja, meinetwegen. Und das werde ich nicht aufdecken, weil 40 Info ist mir gerade ein bisschen zu viel. So. Und ich würde sagen, wir überziehen die Folge mal noch ein bisschen. Indem ich hier jetzt gerade mal die Vorräte einsammle. Noch auf die Schnelle. Ein bisschen PB-Munition, auch gut. Nehme ich auch gerne mit. Oh, ehrlich jetzt. Okay. Nee, dann machen wir jetzt hier doch Ende. Und schauen uns diese Übertragung dann in der nächsten Folge an. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.